In einem meiner letzten Videos habe ich die sogenannte Cloud-Ära des Soundcloud-Raps angesprochen. Es war eine Zeit, in der ein einziges virales Instagram-Video ausreichte, um deine Musik Millionen von Hörern zugänglich zu machen. Heute werfen wir einen Blick auf vier dieser Rapper und schauen, was sie heute alles so treiben. Viel Spaß! Wir beginnen dieses Video mit einem Rapper, der eine Zeit lang wirklich vor überhaupt nichts zurückgeschreckt ist. Boom Gang. Während der Cloud-Ära machte er auch Musik und seine Art, diese aber zu promoten, war schon eher etwas einzigartiger. Wobei ein Donutshop überfallen oder andere Sachen klauen zwar harmlos erscheinen, nahm das alles dann irgendwann auch komische Züge. Er filmte sich bei anderen verrückten Situationen und postete öfters einfach regelmäßig pornografische Inhalte in seiner Instagram-Story. Das wurde nicht wirklich ignoriert, da sein Profil zu einem Zeitpunkt über 5 Millionen Follower hatte. Doch wenn einem so viele Leute folgen, ist das Drama vorprogrammiert. Es hagelte Anzeigen und Meldungen gegen den Rapper, welche von Riptastisch auch immer als Sex-Rapper benannt wird. Bis dann eines Tages seine Instagram-Seite komplett offline genommen wird. Komischerweise ist das nicht das Absurdeste. Es existiert tatsächlich eine ganze Boom-Gang-Lore, von der normale Leute nichts wissen. Beispielsweise hat sich, nachdem Boonk einen kompletten Erwachsenenfilm in seiner Instagram-Story teilte, die Frau, welche eine der Hauptrollen besetzt hatte, selber zu Wort gemeldet. Sie sagte Dinge wie: "Ich bin überzeugt, dass Hoes sauer sind, dass ich Boonks Stange gelutscht habe. Und falls du letzte Nacht in dem Raum gewesen wärst, wärst du auch bezahlt worden und hättest Spaß mit ihm gehabt." Am gleichen Tag, als sein Account auf Instagram gesperrt wurde, machte er sich einfach einen Twitter-Account und postete dort neue Videos. Dieses Mal aber mit einer anderen Darstellerin. Wobei die Musikvideos von Boonk Gang nicht der Rede wert sind, hat er sich dennoch über die 5 Millionen Follower gefreut. Ob das am Ende aber für eine Karriere reicht, ist eine andere Frage. Einen Monat später erscheint Boonk Gang erneut in den Schlagzeilen, aber dieses Mal heißt es nichts Gutes. Er selber veröffentlichte ein Video, in dem er auf einem Jahrmarkt zu sein scheint und auf andere Personen einschlägt. Der Kumpel des Rappers teilt ebenfalls aus und erst als sich zwei Personen einschalten, konnte das Opfer flüchten. 10 Tage später landete er erneut in den News, weil er mehrfach angeschossen wurde und sich nun im Krankenhaus befindet. Boonk selber informiert seine Fans darüber in seinem neuesten Instagram-Post auf einen neuen Account. Whether I live or die, it's always gonna be Boonk Gang, more like the gang shit, you know what I'm saying? I don't think they heard me, bring the camera to me. Whether I live or I die, it's always gonna be Boonk Gang, more like the gang shit, nigga. Leute stehen dem erst skeptisch gegenüber und zweifeln an der Echtheit des Posts, aber nachdem er seine Wunden explizit in die Kamera hält, wissen wir, dass das kein Spaß ist. Was genau zu den Schüssen führte und wer der Verantwortliche in der Situation ist, erzählt er uns aber nicht. Im gleichen Monat bricht er auch noch während eines Interviews bei No Jumper zusammen aufgrund seines exzessiven Drogenkonsums. Shout out to the homie Boonk. Oh my God. Boah, bro. Help me with this nigga, bro. Okay. Alright. Your face shape, man. Es geht nun das Gerücht rum, dass Boonk Gang etwas mit einer 15-jährigen Bad Baby gehabt haben soll, was die Rapperin aber in einem Statement verneint hatte. It was so funny because I was like, I didn't really even think anything of it. And then after I did my show, my manager was like, come here. I was like, what do you offer me? I was like, what did I do? And then he's like, so there's this video. I just want to know if it's you. If it's you, it's okay. We can figure it. I was like, you have to be fucking kidding me. You have to be kidding me. You really have the audacity, have the fucking nerve to ask me if that's me. Are you fucking serious? Like, you must be kidding. Okay, so I just said it's Yadi. I did say that's Yadi. I told him I was gonna block him. Bis man eines Tages überhaupt nichts mehr hört, zumindest bis zum Oktober. Da kündigt Boonk an, welcher jetzt unter dem Namen John Gabbana unterwegs sei, sein komplettes Leben umzukrempeln. In einem Beitrag auf Instagram verkündete der US-Rapper, dass er den Drogen komplett abgesagt habe. And everybody take drugs for their own reason.
I took drugs because I felt and I still feel empty inside. You know, I got a lot of shit going on in my personal life that I'm not gonna get into. But I had to stop and slow it down because I felt myself dying. Literally felt myself dying. And I realized that it's too early for me to die. Shit, I just turned 22. I got a lot to live for. Und aus der Löschung durch Instagram scheint der Rapper ebenfalls was gelernt zu haben. Es scheint für viele, als ob er sich endlich wachgerüttelt hätte und nun ein anderer Mensch wäre. Leider geriet er ein paar Jahre später in legale Probleme, nachdem er bei einem Videodreh einen Kameramann verprügelte. Zur Strafe wurden ihm dann Stunden an gemeinnütziger Arbeit zugeteilt und das zu Recht. Im gleichen Jahr änderte ein bestimmtes Video sein Leben erneut. In diesem Video ist er aber zur Abwechslung das Opfer und nicht der Täter. Im dementsprechenden Video auf Instagram sieht man, wie der Rapper einen Schlag ins Gesicht einstecken muss, durch den er offenbar die komplette untere Reihe seiner Vorderzähne verloren hat. Dies sieht man in einem zweiten Video, welches den Rapper im Krankenhaus zeigt. Nachdem er sich kurierte und seine Zeit im Krankenhaus verbrachte, nahm alles in 2020 eine Wendung. Trotz der ganzen Aufmerksamkeit, die der Rapper durch seine kontroversen Aktionen auf Social Media auf sich lenken konnte, scheinte es nicht gereicht zu haben, um seine Karriere den nötigen Schub zu geben, damit dieser davon leben kann. Nun hat der Rapper einen neuen Job. Eigener Aussage nach geriet sein Leben durch die Drogen und Partys während der Rapper-Karriere komplett außer Kontrolle. Er wollte sein Leben ändern und fing seinen Job als Handwerker an, bei dem er eigener Aussage nach 50 US-Dollar pro Stunde verdient. Ein Stundenlohn, den er als Rapper auf jeden Fall nicht erreichen konnte. Er macht dennoch weiterhin Musik mit Songtiteln wie Jesus Saves und Holy Flow, was tatsächlich vermuten lässt, dass sein Glaube an Gott ihm aus der Patsche geholfen hat und er nun wieder sein Leben lebt. In der Zeit hinter Gittern wurde John mit einem Zellennachbar Joshua bekannt gemacht. My cellmate Joshua Pardue, man, I never forget. I'm watching TV. He like, do you believe in Jesus? I'm like, yeah. For that man to ask me, do I believe in Jesus? That lets me know that God was always thinking about me. Anybody else could have been my cellmate. God, he speaks through people. Mm-hmm. And in that moment, God reached me through my cellmate. When I went to jail, Jesus wasn't on my mind because I'm honest. Mm-hmm. I wouldn't think about no Jesus when I went to jail. Mm-hmm. You may not be thinking about Jesus, but he thinking about you. But God was literally setting me up so I could have an encounter with him. Since the time we were cellmates, he was my pastor. Like, he was ministering to me. He was showing me the love of God. Mm-hmm. One night, I was on my bunk and I decided to worship. And I'm like, Jesus loves you, for he died on the cross for our sins. He's always with you from beginning to the end. Bundle up in my cover and I start crying. I can't explain why I was sad, but I was just sad. But something hovered over me and stripped my sadness away and filled me with joy. And I was just laughing. I felt like a child. I woke my cellmate up immediately. I'm like, Josh, wake up, wake up, wake up. Man, I was just worshiping, dog. Like, man, I was crying, bro. But something came over me, Josh, and made me happy. All he told me was, that was the Holy Spirit. You just had an encounter with the Holy Spirit. Auch wenn Boonk Gang kein erfolgreicher Rapper ist, ist er am Ende des Tages ein glücklicher Mensch. Und darauf kommt es doch für die meisten Menschen an. Als zweites handelt es sich nämlich um den lieben Lil Xan, welcher berühmt wurde durch Songs wie Xanarchy oder Betrayal. Lil Xan, bürgerlich Nicolas Diego Lenos, ist geboren am 6. September 1996 und kommt aus der Stadt Redlands in dem Staat Kalifornien. Nicolas ging in seiner Schulzeit auf die Redlands East Valley High School und verließ diese aber ohne Abschluss in der 9. Klasse. Er arbeitete daraufhin als Straßenreiniger und verkaufte Drogen, bevor er hobbymäßig mit dem Rappen anfing. Trappin' in the hills, moving pack, moving pills. Shorty ride me for the thrill, hit my line for the thrill. Er versuchte sich ebenfalls als Fotograf, bis eines Tages seine Kamera auf einem Steven Cannon Konzert gestohlen wurde. I had to get out that city. I knew that if I went to LA enough times, got plugged with the right people, something would happen. Did I want to be a rapper? No, I wanted to be a photographer, and that's how I got started. All my friends were rappers, so I would be like, yo, let's go to a liquor store, and you're just dumping out a 40 in the liquor store, reckless, and capture that and then edit. You know what I mean? I was more into like that, like the more urban type of photography. I wanted to take it to the next level, but you know, a camera got stolen.
I know I was never meant to see where photography was supposed to take me because I had bought another camera while I was on my first tour throughout America and it got stolen. So, and before I even could turn the camera on. So I was like, God, you don't want me to be a photographer. I know you don't. So I'm just gonna stick to this music thing. Es waren ja auch schon Freunde von ihm als Rapper aktiv, in die er sich dann auch schon einreihen konnte. Im Jahr 2014 dann nahm Lil Xan das erste Mal Xanax und entwickelte daraufhin eine Sucht nach dieser Droge und nach weiteren. Zwei Jahre später entschied er sich gegen die Droge und vermittelte durch seine Songs, was Drogen mit einem anstellen können. In einem Interview Ende 2017 mit Noisy sagte er, dass er sich momentan daran versucht, von der Droge Norcos zu lösen. Was seine Karriere angeht, erreichte Nicholas Bekanntheit durch Plattformen wie SoundCloud und YouTube. Das offizielle Musikvideo zu Betrayal vom Lyrical Lemonade YouTube-Kanal hat zum heutigen Stand fast 300 Millionen Aufrufe. Leider existierte Lil Xans Person auf Social Media länger als sein Erfolg in der Musikindustrie. Betrayal ist die einzige Single, welche jemals gechartet und ausgezeichnet wurde, abgesehen von dem Diplo-Song. Aber anders als bestimmte Rapper ist er durch andere Dinge in der Social Media Welt bekannt geworden. In 2018 wird ein Lil Xan Konzert abgesagt, weil ein anderer Künstler ein Video hochgeladen hatte, in dem er sagte, dass Lil Xan wirklich Beef mit ihm haben will und ihn bei seiner eigenen Show eine verpassen will. Es geht laut TMZ um Geld, welches geschuldet wird, und der Mann in question hält auch drei Rifles hoch. Hey, Luzan, I want my smoke tomorrow at the October 10th at the pageant loop. Representatives für Lil Xan sagen, dass Sicherheit an erster Stelle stehen würde und dass das alles eine alte Situation sei, um die sich bereits gekümmert wurde. Es gibt keinen Grund, sich um die Sicherheit bei einem Lil Xan Konzert zu sorgen, sagen die Raps zu TMZ. Selbst nachdem Lil Xan in den letzten Jahren nicht mehr so aktiv war, wurde er dennoch von den verschiedensten Leuten aufs Korn genommen. Da gäbe es einmal Royce59, welcher beteuert, dass Lil Xan wirklich Hip-Hops erste deutsche Karen ist. 31st, Royce shared an Instagram photo of Xan and wrote in the caption, "Ladies and gentlemen, I do believe we've just witnessed our first male Karen moment in hip hop." Of course, his post listed in plenty of comments of producer Sony Digital writing, "Nah, for real." And veteran A&R Dante Ross adding, "He's super trash." Und ein Rich Homie Quan, rest in peace, welcher sagt, dass Lil Xan aus dem Hip Hop gebannt werden sollte. Who's the wackest in the game right now? I would have to say the wackest in the game right now would have to be Lil Xan. Ah, Lil Diego. Yeah, yeah, Xan. From what he said. And I ain't never even heard his music. Right. You feel me? So it's basing it on. Because I don't have a bad heart. So I'm basing it on what he said. About Pac? Yeah, man. You know, and I messed up Biggie lyrics, but I ain't never say nothing about bad about Pac. Right. Or bad about Biggie. They came at you on the Biggie thing, but they tried to. They tried to take my head off. Right, right. Here you are thinking that you paying homage. You know what I'm saying? Yeah. Yeah, because you got to look at it too. Like, then at the same time, it's hard for a little. How old is he, Lil Xan? Like, he, like, is he 19? No idea. 18? Like, 18, 19, something like that. Super young. So, either way it goes, like, he's had no time to even know who a Pac is. Right. Right. But 21. I feel as if, like, you got to, like, you can't get on no interview. Even if I don't know Pac or know none of his songs, right. I'm not going to get on no interview and just throw Pac or Big or anybody who's got credibility under their name under the bus. It's so simple to say, not for me. Yeah, then right. That's how I can just say next question, I don't want to answer that. Aber da hören die Probleme nicht auf. Als er bei einer Tankstelle war, zückte Lil Xan direkt eine Waffe und bedrohte eine Person, welche ihn zuvor blöd angemacht hatte. You a bitch, homie. Hey, yo, bro. Look at this little bitch, homie. Do something then, dog. What the fuck you want, bro? Hey, homie. Get the fuck out. Get out. Man, God, this motherfucker pulled a gun. Get the fuck out, nigga. Hey, y'all see this shit, right? Look at Lil Xan pulling a gun right now. Look at Lil get out. Hey, look at this guy pulling a gun right now. Look at this motherfucker. Hey, pull that shit out again, homie. Hey, homie, you a bitch. Yeah, that's why. Yeah, yeah. Hey, look at my car. Look at my car. Yeah. Look at your car, you little bitch. Es ging eine Zeit lang auch das Gerücht rum, dass er einen Fan belästigt haben sollte, seine Schwangerschaft mit seiner Freundin gefaked haben soll und er habe in einem Nightclub einen Drink auf den Instagram-Influencer Supreme Paddy geworfen, was zu einer Schlägerei führte.
Eine Sache, welche den Leuten aber wahrscheinlich für immer im Kopf bleiben wird, ist der Cheeto-Vorfall. In 2018 wurde Lil Xan ins Krankenhaus eingewiesen. Die Ursache für seine Einweisung sei jedoch nicht auf Drogen zurückzuführen und eher lächerlich, wie der 22-Jährige via Instagram erklärte. Stattdessen sollen feurige Chips der Marke Cheetos der Grund gewesen sein. Ich packe gerade meine Sachen für die Tour und wollte euch nur wissen lassen, dass ich im Krankenhaus war. Nicht wegen irgendwelcher Drogen, aber viel zu vielen Hot Cheetos. Irgendwas hat das in meinem Magen aufgerissen, ich habe ein bisschen Blut gespuckt. Im Untertitel warnte Lil Xan seine Fans ebenfalls vor dem Verzehr der Chips und gestand, dass sie wie eine Droge sein können. Yeah, man, just Cheetos are dangerous. They're one hell of a drug. Everyone loves Flamin' Hot Cheetos, man. Flamin' Hot Cheetos, but it's just, man, my stomach still hurts. Let me just ask the ass just to confirm that it was just Cheetos. It wasn't, you weren't drinking, you weren't doing anything else, in your body. Yeah, it was nothing else. It was literally just Cheetos. I just think it's hilarious, like, how the world has taken to this. Mm-hmm. So one bag was all that you ate, right? One bag, small bag, big bag? One bag, and then 4 days later, another bag. Just screwed my Have holding. You sworn off Flamin' Hot Cheetos? Because I got a bag of Flamin' Hot Cheetos right here for you, man. You see this? Any chance I can get you to eat one Flamin' Hot Cheeto on camera and just to prove to the world that you're all right? Yeah. I got y'all. He's all right, guys. He's all right. We good, guys. Das ist einfach eine Sache, für die er bis heute immer noch verarscht wird, weil das wirklich nicht alle Tage passiert. Jetzt begegnen wir aber unserer dritten Person mit dem Namen Fat Nick. Denn Nick bürgerlich Nicolas Minucci ist ein amerikanischer Rapper und Produzent aus Miami, Florida. Er machte sich in der Soundcloud-Szene einen Namen und fiel schnell durch seinen einzigartigen Stil und seine kontroverse Persönlichkeit auf. Hey baby, it's Nicky Gordo, aka Mr. Young Richard Handsome, aka your man Crush Monday every Monday. So we all the Oscars, shit getting real boring out here. And you all see the pussy or the talking to police? I don't get it. But whatever, fuck all the Oscars, I mean creme brulee. Look at this. These Oz can't even spell creme brulee. You don't even know how to spell it. You can't even eat it because you never had one. Because all you eat is McFlurries. All these new rappers trying to start smoking me saying they hot. Your rap career hot? Hey, baby, my chocolate molten lava cake harder than your goddamn career. And that's Fendi facts, baby. Don't ever get shit twisted. But me and Shake About to drop a new song, April 9th, book pack. Then we're going on tour in the whole world, baby. We're making money moves, baby. Look at this view, beautiful view. Look at the creme brulee. Look, shh, shh, shh. My creme brulee makes more noise than all these awesome rap careers. That's crazy, baby. Hey, Fred, I got everyone pussy out here, baby. Look at me. Diamonds in my mouth. Diamonds on my chain. I don't care about no one, baby. Living the nice lifestyle you did. Creme brulee, chocolate molds and lava cakes. Seine Diskografie begann in den frühen 2010er Jahren zusammen mit seinem Kumpel Puya. Sie gründeten die Gruppe Buffet Boys, die in Floridas Underground-Rap-Szene rasch an Popularität gewann. Lungs full of the OG, Mo. Liver drenched, not Cody. Lame. Your bitch, y'all allow me. Oh. Y'all niggas think y'all know me. I don't give a fuck, tippy toeing in the cut. Chiefin' on a blunt, cruising with a 4-inch smut. Fat Nicks erstes Solo-Mixtape, Fat Camp, erschien 2015 und sorgte in der Rap-Community für Aufsehen. Der Durchbruch kam 2016 mit seinem Album When the Lean Runs Out. Mit Features von Künstlern wie Blackbear und Puya etablierte sich Fat Nick als ernstzunehmender Künstler in der Soundcloud-Rap-Szene. Sein unverwechselbarer Flow und die ehrlichen, oft düsteren Texte über Drogenmissbrauch und psychische Gesundheit trafen einen Nerv bei vielen Fans. In den Folgejahren brachte Fat Nick weitere Projekte raus, darunter Generation Numb und George's Glorious. Diese Alben zeigten eine Weiterentwicklung seines Sounds und thematisierten Ruhm, Reichtum und die Schattenseite des Erfolgs. Fat Nick kollaborierte auch mit anderen Größen der Soundcloud-Rap-Szene wie Suicide Boys, Ghostmane und Lil Peep. Seine Freundschaft und musikalische Partnerschaft mit Lil Peep war besonders bedeutsam und Peeps tragischer Tod 2017 erschütterte ihn zutiefst. I didn't meet him a long time ago, right? So my homie Mikey was my producer, my best friend. Mm-hmm. He played his record in the studio. And he was like, yo, check this guy out. And I was like, show me more. You got me? Like, and then I think I had hit him up on Instagram. And then we just clicked. And I think I came to LA and I met him. And then we became friends. We went on tour together. It was me, Peep, Smoke Perp. And then, yeah, we just kept connecting ever since. Wow. The whole time. We met, chilled a few months, went on tour. Yeah, you guys, you know, I think
Peep is like one of the, I can't even imagine where he'd be at now. Peep like, is one of the most, and not even saying that because that's like my yeah. brother. In this generation, he is one of the most influential people. Neben seiner Musik wurde Fat Nick für seinen extravaganten Lebensstil und seine offene Darstellung von Drogenmissbrauch bekannt. In Interviews sprach er häufig über seine Kämpfe mit Sucht und physischer Gesundheit, was ihm eine starke Verbindung zu seinen Fans ermöglichte. After Peep died, I was still on drugs, I'm not gonna lie. Because you were really close with Peep, for yeah, people who don't know. Yeah, best friends. Yeah, we yeah. were on tour together, yeah. like from the beginning, everything. But I think once after he died, I was still on drugs, but... Like, maybe, like, a year and some change after, I was like, oh, shit. Like, bro died. Realistically, I can't be on drugs my whole life. Like, one day you're going to quit or you're going to die, and that's it. Like, you have to quit one day. Yeah. So I'm like, why not quit now while I'm younger rather than waiting, digging myself deeper and quitting later? Mm. Was it, how hard was it, man? It was bad. Withdrawals and all that? My mental withdrawals were worse than my physical withdrawals. Because my physical withdrawals lasted, like, what, maybe, like, a little over a month, you know, like puking, wanting to shit yourself, you can't eat, you can't sleep, you're sweating, you can't do this. But the mental lasted, you know what I mean? And I still think, like, my shit's wired different. In den letzten Jahren hat Fat Nick jedoch eine bemerkenswerte Transformation durchgemacht. Er begann sich auf seine Gesundheit zu fokussieren und nahm sogar ordentlich ab. Diese Veränderung spiegelte sich auch in seiner Musik wider, die reifer und reflektierter wurde. Bis 2024 hat Fat Nick seine musikalische Karriere fortgeführt, wenn auch mit einem etwas gemächlicheren Veröffentlichungstempo. Er setzt jetzt mehr auf Qualität statt Quantität und arbeitet an Projekten, die seine persönliche Entwicklung widerspiegeln. Sein neuestes Album von Anfang 2024 zeigt eine Mischung aus seinem klassischen Trap-Sound und neueren, experimentelleren Elementen. In den sozialen Medien bleibt Fat Nick aktiv und teilt regelmäßig Updates über sein Leben und seine Musik mit seinen Fans. Zusammengefasst ist Fat Nick wahrscheinlich, wie sehr viele andere, bei dem Untergang der damaligen Soundcloud-Szene untergegangen. Dennoch geht es ihm gut und er ist wohlauf. Das ist schön zu hören. Oh, hell no, man. Als viertes und letztes haben wir nun Supreme Paddy. Bürgerlich Patrick Wallace ist er ein amerikanischer Social-Media-Influencer und Rapper, der durch seine extremen Stunts und kontroversen Videos auf Instagram bekannt wurde. Yo, I'm with 6ix9ine and I got 6 limes. Oh, that's good ones. Oh yeah. Now you type cube from this thing. Oh. Fuck. Round three? Initiation complete. Patty blind. Alright, yo, it's your turn, bitch. Now take this shit off. Wow, my shit's early, bitch. Treyway. Ice. Geboren am 18. Dezember 1997 in Daytona Beach, Florida, begann seine Karriere in den frühen 2010er Jahren. Patty erlangte Berühmtheit durch seine schockierenden und oft gefährlichen Videos, in denen er extreme Handlungen vollführte, wie das Rauchen von Zigaretten durch seine Nase oder das Spritzen von Zitronensaft in seine Augen. Diese Stunts, kombiniert mit seinem unverwechselbaren Aussehen, dicke Brille und oft ohne Hemd, machten ihn zu einer viralen Sensation. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität hatte Supreme Paddy über 6 Millionen Follower auf Instagram. Er nutzte diese Plattform, um in der Musikindustrie einzusteigen und veröffentlichte mehrere Rap-Singles, darunter Money on My Mind und Gelato. Jedoch war seine Karriere nicht ohne Kontroversen. Paddy wurde oft für seine Förderung von riskantem Verhalten kritisiert und seine exzessive Partyszene führte zu Problemen mit Drogenmissbrauch. Im Jahr 2019 gab er öffentlich zu, dass er mit Suchtproblemen zu kämpfen hatte und sich in Rehabilitation begab. Was genau ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem Boongang und einem Supreme Paddy? Wichtig zu erwähnen ist, dass Paddy bis vor ein paar Jahren eine Website hatte, auf der man billige AirPods und Ice Out Jewelry kaufen konnte, welche Wish.com Qualität hatte und daher nicht viel wert war. So this one I saw today is still popular. I already knew the quality was gonna be bad.
This is something you don't really want to fool around with. I feel like if you guys are like mad young or something like that and nobody really knows what they're talking about, you could get away with it. But we got the diamond gold Cuban chain right here. This is still in the free section. You got to pay for it. So pretty much it's 10 bucks if you're getting two. I think these are really, really tacky. If you're going to get any fake ones, I'd say shop GLD. They actually look kind of real. God, I hate this. Heutzutage führt die URL supremepaddy.com uns jedoch einfach nur auf sein Instagram-Profil. Bis 2024 hat Supreme Paddy eine bemerkenswerte Wandlung durchgemacht. Nach seiner Rehabilitation konzentrierte er sich darauf, ein positiveres Image aufzubauen. Er reduzierte die extremen Stunts in seinen Videos und begann stattdessen, sich mehr auf Comedy-Inhalte und Lifestyle-Vlogs zu konzentrieren. Das ist der 12-inch Wompit Beaker. Will slowly increase each time. I mean, for glass, it's pretty durable. Give it a little twisty magoo. Chip the freaking sidewalk. Not even the bong. In den letzten Jahren hat Paddy seine Musikkarriere weiter ausgebaut. Er veröffentlichte mehrere neue Singles, welche zwar immer noch sehr oberflächlich erscheinen, aber er es wahrscheinlich einfach nur wegen dem Spaß macht. Ob er als echter Rapper jetzt erfolgreicher ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Supreme Paddy ist in 2024 immer noch aktiv auf seinen Social Media Kanälen und versorgt seine Follower regelmäßig mit Comedy-Skits wie damals. Nur dass heutzutage die Skits auf normalem Humor basieren und nicht daraus bestehen, dass jemand sein Leben aufs Spiel setzt. Viele von euch denken, dass all diese Rapper in der Ecke sitzen und weinen, weil sie wirklich mal eine Zeit lang bei den Großen mitgespielt haben. Tatsächlich aber, zumindest für den Fall von Supreme Paddy, führt er, wie es scheint, ein glückliches Leben mit seinen Hunden und seiner Freundin. Alles klar, Leute, das war's für heute mit unserem Blick auf die Cloud-Rap-Ära und was aus einigen ihrer bekanntesten Vertreter geworden ist. Wie wir gesehen haben, haben sich viele dieser Künstler weiterentwickelt, neue Wege eingeschlagen oder sogar komplett neu erfunden. Die Cloud-Ära mag vorbei sein, aber ihr Einfluss auf die Rap-Szene und Social-Media-Kultur ist unbestreitbar. Es zeigt uns auch, wie schnelllebig die Musikindustrie und besonders die Online-Welt sein kann. Was gestern noch viral war, kann heute schon vergessen sein. Aber echtes Talent und harte Arbeit zahlen sich oft langfristig am Ende des Tages aus. Was denkt ihr über die Entwicklung dieser Künstler? Hättet ihr erwartet, dass sie heute dort stehen, wo sie jetzt stehen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert den Kanal für mehr rund um Rap und Hip-Hop-Culture. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.